Der Star auf der Messe Sven Hedin auf MAN-TGE 3.180. Es ist so schwer, die Qual der Wahl, ja. Der neue Mercedes-Benz Allrad, er funktioniert so genial. Und es ist natürlich auch eine Preisfrage. Hier hast du LKW-Service, das bedeutet 7 Tage, 24 Stunden kriegst du wirklich geholfen mit allem drum und dran. Es ist ein Auto, was natürlich auch, ich sag mal, viele Männer wollen, so MAN, LKW, das kennt man natürlich. Hier vorne ist der Löwe mit drauf. Du bleibst mal kurz drin. Ich zeig's mal von außen. Sven Hedin, da ist er, MAN. Und so sieht er von der Seite aus, mit einem ganz innovativen kleinen Pop-Up. Denn Schlafen ist ja immer so das große Problem. Und dieses elektrische Pop-Up für komfortable Schlaflänge, das hat man eingebaut, damit man überhaupt in der Lage ist, hier beim Querschläfer diese große Größe zu erreichen, damit man im Bett auch so weit kommt. Ich zeige das mal ganz kurz von innen, dass man das mal sieht. Das ist die Erweiterung elektrisch. Es dauert nur Sekunden, dann geht sie raus. Und auch das Design hat einen ganz großen Heckstauraum vorgesehen. Auf der rechten Seite Wassertanks, Außendusche mit drin. All das wird geboten. Ja, Lieferzeit ungefähr, was haben wir? Bei uns sind es jetzt im März. Im März. Ihr seid wer, seid ihr? Hornung Camper Center in Richtung Garmisch-Partenkirchen, Murnau. So, bitte noch einmal. Hornung? Camper Center. Hornung Camper Center. Das heißt, da kriegt man ihn. Wenn man Preis-Leistungs-Verhältnis sieht bei Westfalia, muss man wirklich sagen, ist der absolute Hammer. Also wenn du diese Fahrzeuge siehst, oft im Individualausbau, kosten die dann mal locker 50.000 Euro mehr. Und dieser kleine Pop-Up, der dabei ist, der ist wirklich innovativ. Warum macht das niemand? Die Idee hatte Westfalia Gott sei Dank gehabt. Und das geht schnell und zuverlässig? Geht schnell. Ist zuverlässig, ist wirklich elektrisch auch, ganz simpel bedienbar über einen Schalter. Rein, raus, ganz simpel. Ihr habt eine ganz krass, eine Warmwasser-Dieselheizung. Wie ist das? Ist jetzt entsprechend ein Wärmetauscher drin? Wie funktioniert das mit der Dieselheizung? Mit Ebersbecher gemeinsam entwickelt. Wir haben große Heizkonvektoren, wirklich auch wohlige, angenehme Wärme, nicht trockene Luft. Und ja, macht sehr Spaß. Komm, wir gehen mal rüber. Ihr habt ihn schön ausgestattet hier. Ihr habt einen ordentlichen Radsatz drauf gemacht. Du hast viel Stauraum mit drin. Der Service ist natürlich das Wichtigste bei MAN. Du hast wirklich einen Truck-Service. Ja. So ist es, genau. Das heißt, ich kann irgendwo stehen bleiben, egal wo in Europa, da kommt jemand 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Exakt, so ist es. Siehst du mal. So, wie ist denn die Nachfrage nach dem Auto? Weil in Schwarz, wie er hier steht, das ist schon ein richtiger Hingucker. Der Preis stimmt auch. Die Leute, die reagieren? Sehr positiv. Warum? Geniales Basisauto, genialer Ausbau, hochwertig, so wie es sein soll. Es gibt ihn nur in der Farbe innen eigentlich? Innen nur in der Farbe. Okay. Exterieurfarben natürlich wählbar. Da ist es. Komm, wir gehen mal rein. Vielen Dank erstmal. Und ja, sehr hochwertiges, dunkles Holz, ja, mit hellem Weiß. Ich zeig's mal. Vollständig integrierbarer Kühlschrank. Wenn du da gerade mal öffnest, bitte. Das ist, glaube ich, auch eine kleine Sensation. Feste mal ziehst. Da ist der Kühlschrank nämlich der drin. Der ist halt noch ganz neu, das merkt man jetzt hier. So, unten drunter hast du noch einen Kühlschrank. Aber du siehst gar nicht, dass es ein Kühlschrank drin ist. Nee, überhaupt nicht. Also hier, man merkt, es ist halt noch ganz neu, der Gummi. Aber super. Das soll ja auch nicht von selbst ausgehen. Leder ist hier bezogen. Das Cockpit hier mit Vollausstattung. Ja. Automatikgetriebe. Du weißt, was das Basisfahrzeug ist, wo das vom Band läuft, unter anderem. Es gibt ein paralleles Fahrzeug von einem anderen Hersteller. Okay. Was denkst du, was könnte das sein? Wenn man hier die Schaltern so anguckst. Was könnte das sein? Hast du das? Nee. VW. Also es ist der VW Crafter, den die in Kooperation mit MAN bauen. MAN hat einen etwas anderen Service, muss man mit dabei sagen. Sie können gut liefern und es gibt natürlich auch Allrad mit dabei. Man fühlt sich schon wohl. Ja. Also es ist ein richtiges Luxus-Apartment, oder? Ja, so, und halt auch das Design. Es ist schlicht, es ist pragmatisch, aber es ist schick. Ja. So, hinten das Bett. Hast du es schon mal probiert? Magst du mal hochgehen? Ja. Dass wir das mal sehen von der Größe her. Da ist nämlich dieser innovative Pop-Out mit dabei an der Seite und der verlängert hier die Beinlänge. Also das ist schon wirklich sehr lang. Also für einen Querschläfer hast du hier 2 Meter Länge und das ist in der Klasse natürlich richtig toll. Ja. Leute, bloß passt bitte auf, wenn ihr auf dem Campingplatz seid, der ist ungefähr auf Kopfhöhe, der Pop-Out. Nicht, dass er dagegen rennt. Ja, vielleicht kann man ihn nachts auch beleuchten. Du hast Leselampen mit drin. Ja, einfach per Touch zu bedienen. Ja, ein ganz großes Fliegengitter mit drin. Also muss wirklich sagen, bei Westfalia ist das so eine Geschichte, du hast da immer so Qualität, fast auf Selbstausbauerniveau.
wie es da ist. Eine verstellbare Lounge-Sitzbank. Das heißt, auch hier kannst du einiges anpassen. Die sieht auch richtig gemütlich aus. Ja. Aber das Bad ist dann nochmal ein richtiges Highlight. Es öffnet sich zum Raum hin, sodass du maximalen Platz hast. Einfach nach links schieben. Genau. Oh ja, auch sehr. Hier, das siehst du immer öfter. Bei den langen Türen hast du Spannbänder mit drin, hier von Häfele. Damit die sich nicht verziehen, auch Spannung drin. Das ist diese kleine Technik, die hier drunter ist. Die kann man auch nochmal nachstellen, wenn da irgendwas dran ist. Und das machen sogar die Profis, muss man sagen. Concorde hat es gemacht, ja. So, oben, da hast du noch ein paar Schränke mit drin. Genau, mit Spiegeln alles. Und immer hier mit diesem... Der Rauchschutz. Ja. Dann eine beheizbare Duschtasse mit drin. Ein Kassettenklo, darf sich ruhig mal hinsetzen, wenn du möchtest. Da kann man sehen, dass hier unten ist die Warmwasser-Dieselheizung mit dabei. Das ist natürlich richtig Komfort. Die Qual der Wahl. Also ich muss sagen, klar, es ist natürlich eine Menge Geld, aber wenn du das Basisfahrzeug nimmst, 66.000 Euro, kriegst du unglaublich viel fürs Geld. Hier oben hast du nochmal ein Bedienpanel mit drin. Das kennt man ja auch von Volkswagen. Das ist hier mit eingebaut. Warte mal, guck mal, ob ich es abgebildet krieg. Und einfach eine Lichtregelung, viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Und der Raumeindruck, wenn du mal kurz rauskommst, dann film ich mal ganz rein. Ja. Warmwasser-Fußbodenheizung mit dabei, hier sieht man es, das ist der Pluspunkt. Und das ist der Eindruck vom Fahrzeug, wenn du wirklich draußen stehst und hast ein Riesenauto. Technische Daten stehen hier, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Sven Hedin, die Länge sind 5,98 Meter, das heißt, du bist unter 6 Metern. Ja. Du hast also hier wirklich ein tolles Auto mit 4 Sitzplätzen, 2 Schlafplätzen, Bettenmaß sind 1,99 Meter x 1,35 Meter. Ein sehr kompaktes Fahrzeug mit wirklich toller Ausstattung, kostet hier wie es ist. Grundpreis 66.160 Euro mit schon 177 PS Motor und 8-Gang Automatikgetriebe. Natürlich hier mit dem Loader AT und den Delta-Felgen ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, definitiv. Ja, es gibt einiges zu sehen hier auf dem Caravan-Salon. Wir gehen mal ganz kurz natürlich zum Hidden Champion, der da ist. Das ist natürlich der Nugget. Das kennen alle. Der wird gebaut von Westfalia, aber der James Cook mit dem hinten Pop-Out drin, da haben wir ein eigenes Video zu gedreht. Das könnt ihr euch angucken. Hier sogar in der Version mit Aufstelldach und Delta-Felgen, den ganz neuen Delta-Felgen drauf und Loader AT-Reifen. So macht er richtig was her. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis muss man wirklich sagen, also hinten mit dem Pop-Out, das ist gar nicht so teuer, wenn man sieht, welche Technik da verbaut worden ist. Ja, und welches Grundfahrzeug vor allem drin drauf ist, wie auch immer. Ja. Hast du den Namen vorher schon mal gehört, Westfalia? Ja, klar. Ehrlich? Sagt sogar kennt mir man, was, oder? Ja. Ja. So, die bauen ja schon ewig Reisemobile und wir haben so viele Standardmodelle gebaut. Hier ist er, der James Cook AD. Da gibt es ein eigenes Video zu. 114.000, 132.000 Euro. Ein sehr kompaktes Fahrzeug mit einem Pop-Out mit drin. Ich zeige euch das gerade nochmal. Da ist er. Innovativer Slide-Out. Der Pluspunkt sogar mit Fenster hinten drin. Und der Raum, der wird so krass erweitert. Ja, gibt es ein eigenes Video zu. Ja, vielen Dank, Simone. Sehr gern. 2. September 2022. Und ganz wichtig, abonniert Jam Television. Tschüss. Ciao.